Moinsen Jungs und Mädels und frohe Weihnachten. Herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming in den Schatten von Hongkong. Ich bin Jin, gelernter Weihnachtself und Bäcker, und eins von den beiden werde ich jetzt, denke ich mal, unter Beweis stellen. Wir schauen mal, was es wird, wenn ich mich hier einlogge. Wahrscheinlich eher Weihnachtself, so wie ich mich wieder anstellen werde. Wir laden unser Deck also voll mit leckeren Programmen. Na, schauen wir mal, was wir dabei haben. Okay, haben scheinbar einen Bug dabei. Ich weiß nicht, warum wir jetzt Gaichu ausgewählt haben. Ah, okay. Da sind wir in der Matrix angekommen. Hier haben wir also zwei patrouillierende Programme. Eins, wo fährt denn das hier hinten lang? Okay, das scheint dann hier irgendwie abzubiegen. Die müssen wir quasi hier hinterher rennen und dann so und so. Und hier hinten hin. Und jo, da sind wir auch direkt da, wo wir hinwollen. Im nächsten Knoten nämlich. Oha. Hier haben wir drei Patrouillen. Oh, das Setup kennen wir so ähnlich schon. Schande. Hier haben wir einen Ausgang. Hier haben wir einen Ausgang. Ich weiß nicht, wo wir noch einen haben. Hier links, der scheint mir einfacher zu erreichen zu sein. Ach so, ah, der ist nach oben abgebogen. Also da hätte ich durchaus durchgekonnt. Verstehe. Jetzt kommt der hier zurück oder auch nicht. Ja, ja, blöd. Dann machen wir uns hier mal aus dem Staub, würde ich sagen. Oha. Und hier haben wir gleich mal weißes Eis. Das heißt Schilde hoch. Zip. Deckung gibt es hier scheinbar nicht. Gucken wir mal mit dem Killer. 62, das ist nicht so berauschend irgendwie. Aber es ist halt Nahkampfeis, das heißt, das wird auf uns zugerannt kommen. So, wir sniffern uns hier erstmal. So, und dann sieht das schon ein bisschen besser aus hier. Bams, 125 Punkte IP Damage, das ist ja schön. Ach, und die haben hier auch einen Watcher. Na cool. Und tracen uns hier gleich auch hart. Ja, und ich weiß nicht, warum ich hier immer wieder Gaichu irgendwie. Ich meine, wir befinden uns nicht im Kampf oder so. Ist eigentlich total egal, was da gerade draußen abgeht. Unser Trace, wie viel nimmt denn der weg? 50, also können wir hier noch ein bisschen chillen. Nehmen vielleicht erstmal so einen schicken Blaster. So, da haben wir nämlich eins schon mal aufgelöst. Und das zweite auch. Aha, und dann haben wir hier Ranged Ice in leichter Deckung. Ja, also, ah, hier gibt es Deckung. Okay, hinter diesen Klötzen nicht. Die sind irgendwie zu groß. Hier gibt es sogar volle Deckung. Zu einer Seite. Okay, cool. Der Sniffer wirkt doch noch, oder? Ja. Ja, wir stehen hier so ein bisschen dumm im Offenen rum. Gefällt mir nicht. Oh, wir haben getroffen. Cool. Mit Damage Over Time sogar noch dazu. Oh yeah. Das geht doch gut ab. So, das Ding trifft uns, ist uns aber relativ egal, würde ich sagen. Ich benutze mal hier gerade kurz das Suppression, um uns wieder ein bisschen clean zu bekommen. Shield, Sniffer, alles klar. Läuft. Ich wollte gerade sagen, wir treffen heute ganz gut, ne? Und das Ding ist jetzt verblutet. Damit sind wir aus dem Kampf raus.
Ja. Jetzt bewegen die sich hier auch wieder. So, und jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, auf welche Seite wir hier wollen. Da scheint es ganz schön weit hinten lang zu gehen. Interessant. Boah, das war ganz schön knapp. Oh, da haben wir noch eins. Und cool, wir gehen hier vielleicht erstmal raus. Aus diesem Umkreis des Watcher-Eis. Verschieben wir uns wieder. Sniffern uns wieder. Und dann fahren wir hier mal so einen kleinen süßen. Boah! Blaster und der macht ganz schön Schaden. Ja, Kaiju, total egal hier. Dem wollen wir gerade nichts zu tun haben. Ja, was haben wir denn hier? 73? Ja, daneben. Super. So, erledigt. Und jetzt können wir hier, glaube ich, relativ in Ruhe dieses Eis knacken, um an den sicheren Data Store ranzukommen. Ja, und ich würde sagen, wir hacken das einfach mal. Na, schauen wir mal, was da rauskommt. 7227. 7227. 6812. 6812. 19212. 19212 37481 37481 534128 534128 884753 884753 1225. Oh, das war mir jetzt zu schnell. Ist egal. Wir haben fast eine Minute Zeit für Schau mal. Hier haben wir also so ein Schnubbeldings und da haben wir so ein Bundes am vorletzten ein W. Was ist? Oh, das war nicht das hier. Oh shit. Okay. Nochmal. Drittes Schnubbeldings, drittes von hinten rundes. Schnubbeldings, das hier könnte es sein. Das hier könnte es sein. Was haben wir noch für einen Hinweis? Das zweite ist auch. Und das ist das hier. Alles klar. So, haben wir gehackt das Ding. Unser Trace ist noch bei angenehm 10 von 200. Also das System hier reagiert nicht besonders schnell. So, Mission Item Edit. Pay Data Iris Research Files. Sehr schön. Nehmen wir natürlich mit. Sehr gerne sogar. Schauen wir mal, mehr gibt es hier gar nicht. Also wir müssen jetzt wieder nach hinten rauskommen irgendwie. Wir gehen hier so ein bisschen über Kreuz. Wo sind sie hin? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ja, lauf. Okay, hier sind wir ziemlich gut durchgekommen. Kann man nicht anders sagen. So, und jetzt versuchen wir da drüben hinzukommen irgendwie. Sehen wir ja, jetzt vielleicht gerade nicht. Versuch mal, wenn der gerade weg ist, hier jetzt quasi genau. Wow, aufgespürt. 20 Trace. Ist okay, wir hauen hier einfach ab. Die haben ja nur die Aufgabe, uns zu tracen, die Viecher. Und wenn wir weg sind, dann wird das schwierig für die. Oh, die bewegen sich hier aber schnell. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Könnte interessant werden. Außerdem habe ich vorhin vergessen, den Timer anzuschmeißen. Das heißt, die Folge wird dann irgendeine Länge haben. Wo haben wir denn hier eine sichere Zone? Ich glaube, hier hinten die Ecke, ne? Ist ziemlich sicher. Stellen wir uns einfach mal hier hinter. Alles cool. Aha.
Hier haben wir also ein Gasventil, die Kontrolle für ein Gasventil. Dann schauen wir mal. 4, 1, 4, 3, 4, 1, 4, 3, 4, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8, 3, 1, 1, 2, 9, 3, 1, 1, 2, 9, 7, 4, 7, 1, 5, 7, 4, 7, 1, 5, 3, 9, 1, 7, 4, 4, 3, 9, 1, 7, 4, 4. Ist so schön symmetrisch. 2, 8, 3, 7, 7, 1. 2, 8, 3, 7, 7, 1. Und das nächste bitte. So, schauen wir mal. Was haben wir hier? Das vorvorletzte ist ein B. Und das dritte ist so ein Dings. Der hier könnte es also sein. Der könnte es sein. Ja, das sind die beiden, ne? Und der letzte ist auch so ein. Und ein M. Und ein M? Ach du Scheiße. Hey, ja. Nein. Falsch. Shit. Dann mach mal los hier. Jetzt wird es langsam knapp hier. Irgendwie und. Boah, es geht mal zu schnell irgendwie. Ja. Okay. Uiuiui. So, was machen wir mit diesen Gasventilen? Also dieses Subsystem ist im Moment offline. Es scheint ein Einweg-Ausschalter für ein Gassystem zu sein. Ja, cool. Es ist ja, ich meine, schön. Gut. Hätten wir das mal geklärt. Also hier haben wir Gasventil Nummer 3. Hier hinten gibt es keine sichere Zone. Was natürlich ein bisschen blöd für uns ist. Ja, das hier scheint das nächste sichere Feld zu sein. Reingerauscht. Dumm von uns. So, wenn wir hier hinterstehen, sehen die uns ja nicht, ne? Hoffe ich. Schauen wir mal, ob der uns verfolgt. Wir laden schon mal unseren Schild. Und sonst noch einen Niffer. Ja, scheint alles cool. Ja, vielleicht nicht ganz cool. Plus 20 Trays. Oh, oh. So langsam wird es hier heiß. Den müssen wir jetzt irgendwie hier wegballern. Nochmal bitte. Dankeschön. So, und jetzt können wir hier versuchen, das Ding irgendwie zu erledigen. Ich weiß nur nicht, ob uns das irgendwie was nützt oder keine Ahnung. Wir versuchen es mal. 8531, 8531, 4298, 4298, 5931, 5931. Rose war ein fünfstelliger Code, ne? 53393, 53393, 19589, 19589. 228189. 228189. 446249. 5462. Was? 69? Nein, war falsch. Ist egal. Wir versuchen es mal. Thank you.
denn hier? Mann, also für die Uhrzeit ist das jetzt langsam schon ein bisschen herausfordernd, muss ich sagen. So, schauen wir uns mal an, die Nummer 1. Offline. Einwegausschalter für Gas. Hier drüben dürfte dann noch so ein Ventil sich befinden. Hier sind wir reingekommen. Ja, und so langsam wissen wir, wie es hier aussieht. Das ist sehr gut. Lauf, Jin, lauf, schweb, flieg, was auch immer. So, also wir haben jetzt hier die 1, die 3 und die 2, ne? Das war die 3, glaube ich, da hinten. Ich würde sagen, wir kommen ja auf dem Rückweg eh nochmal durch und da gehen wir jetzt hier einfach mal weiter in den nächsten Knoten. Stellen fest, hier gibt es einfach nichts. Okay. Ach, hier kann man auch so ein bisschen lang irgendwie. Ja. Keine Ahnung, wieso, weshalb und wozu dieser Knoten da ist. Vielleicht nur, um den Watchern hier zu entkommen. Bitte. Hacken natürlich den Blocker. 1557 1557, 3988 3988 3982 3982 95628 95628 6 2 3 7 3 8 6 2 3 7 3 8 8 6 3 5 4 3 6 3 5 4 3. So, jetzt machen wir einfach, wir haben eine Minute Zeit. Das zweite ist so ein Schnubbeldings, das letzte ist ein W, oh scheiße. Das war einfach. Schauen wir uns mal an. Aha, genau das gleiche wie bei den anderen Schaltern. So, und jetzt müssen wir nur noch irgendwie rauskommen wieder. Mal gucken, hier hinten ist nicht safe, ne? Könnten wir diesem Ding hier folgen? So, was jetzt? Ach, der hat uns hier. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich hier. Ja, wir verkrümeln uns dann einfach, würde ich vorschlagen. So, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Hier sind wir schon einmal durch, glaube ich, ne? Und hier sind wir, glaube ich, reingekommen. Oder waren wir hier drüben schon, Leute? Oder waren wir da? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Kacke. Jetzt müssen wir noch mal komplett durch irgendwie, oder was? Wir gehen hier erstmal nach rechts rüber. Sweep, 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 sweep. Läuft, 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 okay, läuft. Aha, hier waren wir. Doch, hier waren wir schon, ne? Das Ding ist offen. Ja, hier waren wir schon auf der Seite. Denke ich. Wir gucken mal nach, ob wir wirklich schon waren. Ach, Jin, lauf doch eigentlich so rein, du Nudel. Ja, wir waren da schon. Da war der Datenspeicher, den wir gehackt hatten.
Ja, super hier. Ja, ist gut, weil man so spät aufnimmt und dann noch so voll konzentriert ist und so. Da macht das alles noch so ein bisschen mehr Spaß. Und dann haben wir auch noch so schöne lange Ladezeiten hier. Die machen natürlich. Warum gibt es da eigentlich keine Musik während der Ladezeit? Das fällt mir jetzt gerade erst so auf. Einmal hin, einmal zurück. So, okay. Also auf die andere Seite versuchen wir da einfach mal zu kommen. Hier so in der Mitte vielleicht durch. Das könnte ja funktionieren eigentlich. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, nach da unten. Der leuchtet hier durch die Wand durch, der eine, ja. Aha, schon klar. Ach, Kaiju, jetzt doch nicht, Junge. Was ist los? Aha, hier waren wir noch nicht. Da ist die Fahrstuhlüberbrückung. Interessant. So, da gehen wir hier erstmal in Deckung, schlage ich vor. Wir schilden uns hier. Ach, und die tracen uns hier sofort alle. Boah, wie unangenehm. Müssen wir natürlich was tun und die machen es uns da auch ein bisschen einfach. Wir fahren erstmal schön zu crashen. Dann nehmen wir hier so ein Blaster. Bums. Da sind wir nämlich schon mal zwei los. Unseren Sniffer natürlich. Ich bin hier in die ewigen Jagdgründe. Wechseln dann hier so ein bisschen die Flanke. Wie sieht es eigentlich aus mit unserer Gesundheit? Ich glaube, uns geht's gut, ne? Ja, wir sehen es gerade nicht irgendwie, aber der Balken ist noch okay. Daneben. Ha! Dann sieh mal einer an. Er auch. So, dann können wir hier einmal klar. So, was passiert eigentlich, wenn wir hier so direkt einen Blaster reinhauen? Ich meine, wie viel Lebensenergie haben die Jungs hier oder? 275. Ja, da machen wir nicht genug und machen die nur auf uns aufmerksam, denke ich. Deswegen lassen wir das. So, geschafft. Da ist also die Fahrstuhlüberbrückungskontrolle. Sit, die wir jetzt hacken werden. Dann schauen wir mal. 1283, 1283, 7293, 7288, 4, 5, 2, 7, 7, 6. 5, 2, 7, 7, 6. Dann gehen wir es mal an. Das letzte ist ein B, okay. Aber nicht so viele. Und das mittlere sind zwei so eine. So eine Zelle. So. Auch relativ eindeutig hier. So, schauen wir mal. So, Fahrstuhl überbrückt. Und hier haben wir die Security oder Scheduling Database. Also für den Sicherheitsplan, ne? Was auch immer die da für Aufgaben planen. Die Datenbank befindet sich hier. Oh, das war ein bisschen knapp gerade. Ich glaube, wir passen mal durch. Wir passen mal durch. Ja, aber hier nicht. Ahaha. Mhm.
Haben wir noch einen Sniffer? Ja, Sniffer haben wir noch drauf, sehr schön. So, dann hier einmal Killer. Dann nochmal so. Und da haben wir das Ding auch schon erledigt. Nachher krümeln wir uns hier. Einfach heimlich still und leise. Na, allzu oft sollten wir uns hier nicht mehr erwischen lassen. Rating 7. Ja, das wird doch einfach. Mal gucken. 4629. 4629. 6768. 6768. 36558. 36558. 21518. 21518. 837754. 837754. 7149279. 7149927. Oh ja, tatsächlich. Okay, cool. Vorne haben wir so ein Ding, so ein Doppelding, also so ein Ziel quasi. Und das ist es. Das einzige nämlich. So, dann machen wir uns hier mal zu schaffen. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wozu wir jetzt hier, ne? Also, upsi, den Fahrstuhl überbrücken ist klar, wozu. Ne? Wir wollen da hoch. Da können wir auch die Kabel ziehen. Aber ansonsten. So. Ja, jetzt gerade. Ah, doch, passt. Passt sogar ganz ausgezeichnet. So, da kommen wir hier einfach durch. Wieder zurück in Richtung Ausgang. Ich glaube, da müssten wir gerade eine gute Lücke erwischt haben. Jo, 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 fast. Ja, wir verkrümmeln uns einfach. Hier hinten ist unser Ausgang, glaube ich, ne? Ach, und das, dann war das andere auch ein alternativer Systemeingang, ne? Wenn es hier immer auf so einer Plattform ist. Hier, warum kommt der? So rum kommt der, okay. So, und einmal ausstöpseln, bitte. So, das hätten wir. Ohne dass wir das System großartig in Alarm versetzt hätten. Und ich weiß echt gar nicht, wie lange die Folge jetzt schon geht, ehrlich gesagt. Und so Mädels. Oh, was geht hier? Wir können uns hier auf jeden Fall umsehen. Warum habe ich denn jetzt Gaichu hier? Immer, als wenn. Also, das ist doch Buggy gerade. Wenn wir noch in der Matrix drin wären. Warum sind wir denn noch im Kampfmodus und überhaupt und... Das gibt doch gar keinen Sinn. So, wir gucken uns heute noch das Computerterminal an. Aha. Dieser Bürocomputer scheint nicht vollständig gelockt zu sein. Er verbleibt auf einer Informationsseite über Aris Asia Holdings. Mit ein bisschen Finesse könnte ein Decker wahrscheinlich in die gesicherten E-Mails des Benutzers kommen. Okay. Wir gucken mal, ob wir das nochmal wiederholen können. Ja, beenden bitte. Danke. Könnten wir vielleicht. So, auf jeden Fall beende ich die Folge für heute, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Und dann steigern wir einfach mal Decking, damit wir da reinkommen, einfach in den Rechner, würde ich sagen. Fröhliche Weihnachten, wie gesagt. Macht euch ein paar schöne Tage mit der Familie. Ich werde hier versuchen, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Mal gucken, wie das funktioniert über Weihnachten und über die Feiertage. Ich gehe davon aus, dass es funktionieren wird. Wie gesagt, macht's gut, einen wunderschönen Tag, Jungs und Mädels. Ciao!